Ich begrüße euch zu diesem zweiten Video mit der Lumix G9. In diesem Teil soll es um die Monitoranzeigen gehen, die ganzen Informationen, die ihr auf dem Display sehen könnt. Wir beginnen einfach mal links oben, denn da haben wir dieses weiße P in dem roten Kasten drin. Da sehen wir also den Aufnahmemodus der Kamera. Momentan also der ganz normale Programmmodus, und wenn ich am Moduswahlrad drehe, dann ändert sich auch links oben entsprechend die Anzeige und ich sehe sofort, in welchem Aufnahmemodus ich mich hier befinde. Mit dem kleinen C darüber sehe ich, dass ich mich also im sogenannten Custom-Modus befinde. Das ist also ein Modus, den ich selber einstellen kann. Dafür gibt es hier drei Stück und nochmal einen, der unterteilt ist. Der kreative Modus, der sieht dann direkt so aus, dass ich mir hier so eine Art Kunstfilter aussuchen und einstellen kann. Und entsprechend sehe ich dann hier oben auch sofort, welchen Kunstfilter ich mir hier eingestellt habe. Gehen wir mal weiter. Die intelligente Automatik, die zeigt mir an, welches Automatikprogramm schon gewählt worden ist. Da haben wir hier die Blume für Makroaufnahmen. Ich gehe dann jetzt erstmal wieder in den manuellen Modus, weil wir da weitere zusätzliche Anzeigen sehen. Als nächstes hier neben dieser Halbkreis mit STD, das ist der sogenannte Bildstil. Der Bildstil sagt aus, in welchem Farbmodus ich fotografiere. Den kann ich zum Beispiel schnell ändern, indem ich hier auf die Funktionstaste 2 das sogenannte Quick-Menü drücke. Dann bekomme ich nämlich sofort die Möglichkeit, hier diesen sogenannten Bildmodus zu ändern. Hier habe ich ganz viele verschiedene Farbprofile. Die kann ich jetzt entweder per Fingertipp auswählen, zum Beispiel Mono. Und schon habe ich monochromes Bild. Ich tippe mal hier auf Ende und ihr seht hier mein Objekt hier, das ist jetzt in Schwarz-Weiß und hier oben steht entsprechend Mono. Das Ganze mache ich jetzt wieder rückgängig. Ich möchte wieder hier meinen Standard haben. Übrigens, ein Apple Pencil funktioniert nicht. Drücke mal wieder auf Ende, um wieder zurückzukommen zum Bildschirm. Direkt daneben wird mir der Blitzmodus angezeigt. Aktuell blitzt es nicht, ich habe keinen Blitz drauf und der Blitz ist abgeschaltet. Die Information rechts davon. Hier steht momentan MP4 Full HD 50p, eben halt in der Full HD Auflösung mit 50 Bildern pro Sekunde, würde gefilmt, wenn ich auf den Filmknopf drauf drücke und ein Video aufzeichne. Auch das lässt sich zum Beispiel schnell im Quick-Menü ändern, indem ich hier einmal nach rechts drücke und dann habe ich hier die ganzen verschiedenen Aufnahmemodi, die mir die Kamera zur Verfügung stellt. Wenn man mal schaut, steht hier auch die Restzeit, wie lang ich denn in diesem Modus aufnehmen kann. Dann kann ich zum Beispiel auch mal hier auf 4K tippen. Mal gucken, 4K 30, 4K 50, 4K 60. Und da seht ihr, dass sich die Zeit jetzt auf nur noch 10 Minuten verkürzt hat. Ich stelle mir jetzt wieder Full HD 50p ein. Diese Begrenzung auf 30 Minuten liegt übrigens nicht daran, dass die Kamera nicht länger aufnehmen könnte, sondern daran, dass es sonst zusätzliche Abgaben, Steuerabgaben gäbe, weil sie nämlich sonst als Camcorder gelten würde. Mit Ende gehe ich wieder raus. So. Direkt daneben sehe ich, in welchem Bildformat ich Fotos aufnehme. Aktuell steht dort 4:3 6K. Weil ich nämlich den 6K-Fotomodus ausgewählt habe. Ich gehe mal in das ganz normale Einzelbild und dann seht ihr auch, dass da jetzt 4:3L wie large groß steht. Das heißt also, dass ich die Kamera so eingestellt habe, dass sie mit 20 Megapixeln und vollem Bildformat 4:3 aufnimmt. Das ist also auch das native Format des Sensors. Wenn ihr hier ein anderes Format einstellt, zum Beispiel hier wieder über das Quick-Menü, dann wird das Bild beschnitten. Ich gehe mal hier zum Beispiel, was haben wir hier, 16:9. Dann seht ihr auch sofort einen Rahmen. Hier haben wir schwarzen Balken. Und dass das Bild nur noch 14,5 Megapixel hat, das bedeutet also, es wird nicht mehr die komplette Sensorfläche genutzt. Ich stelle mir das jetzt wieder auf 4:3. Mit Ende gehe ich wieder raus. Direkt daneben seht ihr, in welchem Kompressionsverfahren die Kamera Bilder speichert. Aktuell speichere ich so nur in JPEG mit einer geringen Kompression und einer guten Qualität, aber ich speichere kein RAW. Auch das
lässt sich schnell zum Beispiel im Quick-Menü ändern. Hier kann ich also in einer guten Qualität, das ist fein, in einer etwas einfacheren Qualität Standard und natürlich das RAW mit entsprechend zusätzlich einem JPEG speichern, in fein oder in normal oder halt tatsächlich nur das RAW, wenn ich meine Bilder nachträglich alle selber entwickeln möchte und nicht möchte, dass die Kamera mir noch JPEGs auf die Speicherkarte drauflegt. Ich stelle mir das standardmäßig auf RAW und JPEG. Hier schon mal der Hinweis, wenn ihr RAW benutzt, könnt ihr die Kamera nicht mehr in den HDR-Modus bewegen, denn die Kamera ist nicht in der Lage, HDR-Bilder im RAW-Format abzuspeichern. Im Gegensatz zum Beispiel zu Olympus, die trotzdem ein normal belichtetes RAW ablegt, verzichtet also Panasonic dann darauf und sagt, nee, kannst du nicht auswählen. Wenn ihr HDR mal bei euch im Menü ausgegraut habt, wisst ihr, verzichtet bitte auf RAW, stellt eure Kamera nur auf JPEG und schon könnt ihr auch wieder HDR-Aufnahmen machen. Daneben ist der Autofokus-Anzeiger. Momentan steht hier die Kamera auf manuellen Fokus. Wenn ich das ändere, wird mir auch entsprechend AFS in diesem Fall angezeigt, weil ich die Kamera auf Single-Autofokus dann gestellt habe. Und zusätzlich sehe ich halt, dass ich hier im Multifeld bin. Heißt also, die Kamera misst also über alle möglichen Felder hier den Autofokus. Durch einen Druck zum Beispiel auf die Funktionstaste 1 kann ich den Autofokus-Modus ändern und kann hier auf eine Gesichtserkennung oder auf die verschiedenen Felder gehen, indem ich zum Beispiel hier nach rechts gehe, individuelles Multifeld. Dann haben wir den Einfeld und den Spot, also den Punkt für den Autofokus. Ich stelle mir das jetzt mal wieder auf das große 225er Feld, wo die Kamera also selbstständig den Autofokus sucht und definiert. Auch hier oben, wie gesagt, mit der AFS-Anzeige seht ihr also, in welchem Autofokus-Modus wir sind. Wenn ich den jetzt mal ändere hier auf Autofokus Continuous, wird auch sofort AFC angezeigt. Und stelle ich halt auf manuellen Fokus, dann seht ihr das dort oben. Dann haben wir hier neben, wo wir jetzt gerade nichts sehen, eine Anzeige, die mir den Antriebsmodus der Kamera zeigt. Im normalen Einzelbildmodus wird mir einfach nichts angezeigt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal oben links drehe und auf Highspeed gehe, heißt auf Serienbild, sehe ich auch sofort, ich bin hier im High-Serienbild-Modus. Und wenn ich links oben an der Kamera entsprechend den Antrieb ändere, seht ihr, ändert sich auch hier das Symbol. Jetzt bin ich im 6K-Fotomodus. Dann sehen wir hier schon eine Mitteilung. Ich bin gerade auf manuellen Fokus gegangen. Postfokus kann ich nur mit Autofokus benutzen. Nett von der Kamera, dass sie mir da einen Hinweis gibt. Ich schalte jetzt nochmal auf den Selbstauslöser und da seht ihr dann auch Selbstauslöser aktuell mit 10 Sekunden. Heißt also, hier seht ihr sofort schnell, in welchem Antriebsmodus und in welcher Unterfunktion ihr davon seid. Dann stelle ich das mal wieder auf Einzelbild zurück und dann verschwindet die Anzeige wieder. Rechts davon relativ eindeutig die Akkustandsanzeige. Wir haben also jetzt 75% Restkapazität und ich sag mal, der Akku zeigt euch ja relativ genau an, wie voll oder leer er noch ist. Und wenn der Akku leer ist, wird es ja auch rot und fängt auch an zu blinken, damit ihr wisst, so es wird Zeit, den Akku zu wechseln. Wir gehen mal in die nächste Reihe. Peak. Peak bedeutet, dass das sogenannte Focus Peaking eingeschaltet worden ist. Peak H steht hier. Das bedeutet, ich bin auf Focus Peaking im Modus High. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Focus Peaking, nämlich das Focus Peaking High und das Focus Peaking Low. Das bedeutet, beim Focus Peaking Low wird ein größerer Bereich der Tiefenschärfe benutzt und bei High ein kürzerer Bereich. Mit dem könnt ihr dann noch etwas genauer und etwas feiner einstellen. Und ihr könnt auch für das Focus Peaking die Farbe ändern. Ich kann euch das ja mal demonstrieren, wie ich das mache. Dazu drücke ich jetzt die Menütaste und begebe mich in das Menü C, also den Custom-Modus mit dem Schraubenschlüssel. Dort dann auf, hoppala, nach rechts, auf Fokus und Auslöser. Und da suche ich mir dann das Fokus-Peaking raus, indem ich hier einfach an dem rechten Rad drehe. Und dann gibt es hier irgendwo Fokus Peaking. Oh, mal gucken.
Wir haben hier ja eine ganze Menge Dinge, die wir einstellen können. Da ist das Focus Peaking. So, das kann ich einschalten, ausschalten und eben hier unten mit Set ändern. Und da habe ich dann die Möglichkeit, das Niveau hier auf High oder auf Low zu stellen und habe sogar die Möglichkeit, für jede dieser Funktionen eine Farbe zu nehmen. Im High-Modus ist das immer so ein bisschen pastellartiger. Das heißt also, sie sind so ein bisschen heller. Und im Low-Modus sind die Farben kräftiger. So sehe ich dann auch sofort an meinem Peaking-Rahmen, also an dem, wie die Schärfeebene bunt eingemalt wird, sofort, ob ich halt in dem feinen oder in dem groben Modus bin. Ich wechsle jetzt hier mal wieder zum groben Modus und gehe einfach mal aus dem Menü wieder zurück. Und ihr seht vielleicht auch hier mein Motiv. Ich bin ja in dem manuellen Fokus, hat so einen leichten blauen Schimmer. Ich drehe mal jetzt vorne an dem manuellen Fokus, dann wird es mir automatisch vergrößert. Und ihr seht, wie hier dieser blaue Schimmer erscheint und auch wieder vorbeigeht. Und da, wo der blaue Schimmer ist, da ist auch der Fokus. Dann kann ich euch auch gleich schon mal hier unten zeigen. Ihr seht hier unten dieser gelbe Balken, der zeigt mir also, in welchem Fokusbereich ich mich hier bei dem Objektiv befinde. Leider gibt es keine Anzeige der Zentimeter, so dass man hier raten muss. Hier ist also die kürzeste Nahstelleinstellgrenze und geht dann halt hier immer weiter in Richtung unendlich. Und mit Hilfe dieser Fokuslupe kann ich dann relativ gut beim Peaking sehen, wo meine Schärfeebene ist. Und jetzt bin ich hier auf den Augen. Es gibt natürlich noch weitere Dinge, zu denen ich dann in entsprechenden Videos komme, wenn wir zum Beispiel Makrofotografie dann angehen. Okay, mit Ende gehe ich wieder raus. Wir haben das Peaking besprochen. Neben dem Peaking gibt es auch eine weitere Anzeige, nämlich hier würde normalerweise das HDR stehen, wenn ich es denn eingeschaltet hätte. Das kann ich ja auch mal machen und ich erwähnte schon, ich kann das nicht machen, wenn ich im RAW-Modus bin. Ich demonstriere es, ich gehe wieder hoch hier auf das Kamera-Einstellmenü und dann möchte ich gerne HDR-Fotografie einstellen. Ihr seht, es ist ausgegraut. Wenn ich jetzt das einstellen möchte, sagt mir die Kamera nur, dieses Menü kann nicht eingestellt werden. Leider verrät sie mir nicht, warum es nicht geht. Also das wäre zum Beispiel für ein Firmware-Update schon mal eine tolle Sache, wenn mir die Kamera sagt, wenn ein Menü grau ist und ich es nicht auswählen kann, warum das so ist, was das verhindert. Das wird manches Rätselraten dann doch vermeiden. Ich weiß es jetzt, dass also HDR nur funktioniert, wenn ich nicht mit RAW fotografiere. Deshalb, ich gehe jetzt hier einmal runter, runter und wähle einfach nur JPEG. Und siehe da, schon kann ich auch HDR einschalten. Es ist jetzt auch schon eingeschaltet und ihr seht, hier ist also auch das Symbol für HDR aufgetaucht. Neben HDR haben wir hier so ein ganz seltsames Ding. Wer genau hinschaut, erkennt, es könnte ein Auslöser sein. Und richtig, sollte ein Auslöseknopf sein. Und das E steht für Electronic. Da seht ihr, ob ihr im elektronischen Auslösemodus seid. Das heißt, ihr habt den elektronischen Verschluss und nicht den mechanischen Verschluss aktiviert. Wenn ich meine Kamera wieder auf den mechanischen umstelle, dann verschwindet das einfach und dann wisst ihr also, okay, jetzt wird der mechanische Verschluss benutzt. Wenn ich die Kamera dann wieder so einstelle, dass sie zum Beispiel lautlos ist, wird mir halt wieder hier symbolisiert, guter Mann, du fotografierst mit dem elektronischen Verschluss. Übrigens, lautlos ist dann nochmal hier extra unten links. Da seht ihr also Symbol wie so ein durchgestrichener Lautsprecher. Damit wisst ihr, die Kamera macht gar kein Geräusch, auch nicht beim Auslösen. Es werden überhaupt gar keine Geräusche wiedergegeben. Das ist also ganz gut, wenn ihr zum Beispiel eine Hochzeit fotografiert oder in einer Kirche oder ähnliches, wo ihr eben nicht stören wollt. Dann gucken wir mal ein Stückchen weiter. Hier rechts, da wo Dual 2 steht und die Hand. Da sehe ich, welchen Verwackelungsschutz ich habe. Und zwar den Bildstabilisator, der wird mir hier angezeigt. Dual 2 bedeutet, dass sowohl die Bildstabilisierung per Sensor in der Kamera aktiviert ist, als auch zusätzlich die Bildstabilisierung im Objektiv. Das kann ich ausschalten und dann sehe ich auch sofort, wenn ich zum Beispiel an das Objektiv gehe und die Stabilisierung abschalte, wird mir hier die rote Hand angezeigt mit Off und sagt sofort, die Stabilisierung ist also deaktiviert.
Ich kann an dieser Stelle mit dem On-Off-Schalter im Objektiv nicht hergehen und sagen, ja, ich möchte jetzt, dass nur das Objektiv stabilisiert oder nur der Body stabilisiert. Da kümmert sich die Kamera selbstständig drum. Sobald also ein Objektiv dran ist, das diesen Dual-ES unterstützt, wählt die Kamera das auch und ich habe automatisch diese Dual-Stabilisierung, die mir entsprechend hier angezeigt wird. Ich kann mir ein sogenanntes Histogramm einblenden lassen. Das ist dieses Ding hier, was die ganze Zeit diese Balken hier anzeigt. Daran kann ich erkennen, wie die Helligkeitsverteilung in meinem Bild ist. Dazu kann ich später mal noch was sagen. Erstmal nur zur Info, man hat also die Möglichkeit, sich ein Histogramm einzublenden und man hat sogar die Möglichkeit, das zu positionieren und sagen, ich hätte es gerne an dieser oder dieser Stelle. Das kann ich machen, indem ich wieder in dieses individuelle Menü reingehe. Hier gibt es Monitor Display und wenn ich das auswähle, dann finde ich dann auch hier den Punkt Histogramm. Das kann ich hier mit Menü mal bestätigen. Kann es ein- und ausschalten. Ich schalte es einmal aus. Jetzt schalte ich es nochmal an, weil wenn ich es einschalte, dann habe ich hier die Möglichkeit, es dorthin zu schieben, wo ich es haben möchte. Sagen, ich möchte das Histogramm zum Beispiel immer oben rechts in der Ecke haben. Da sich hier normalerweise weitere Informationen befinden, kann ich es jetzt auch nicht höher als dorthin stellen. Ich kann es mit Reset wieder in die Mitte setzen. Man sieht auch, es ist so ein bisschen durchsichtig. Oder halt, ich kann es mir in eine Ecke schieben, wo ich glaube, dass es mich nicht stört. Und wenn es da ist, kann ich mit Ende rausgehen und es wird mir entsprechend dann jetzt hier angezeigt. Wenn mich das Histogramm halt stört, kann ich es auch hier schnell wieder ausschalten. Und ihr seht schon, die Kamera merkt sich, in welchem Menü ich zuletzt war. Ich bin mit Menü rausgegangen, gar nicht wahr, ich bin mit dem Auslöser rausgegangen. Und in dem Moment, wo ich Menü Set drücke, springt sie also wieder an die letzte Position, wo ich war, nämlich im Individualmenü, dann hier beim Monitor Display und bei Histogramm. Das ist so eine sehr praktische Sache, dass ich also schnell immer an die Punkte zurückkomme, wo ich war. Netterweise merkt sich die Kamera sogar, wenn ich hier in einem Menü mal nach oben gehe, auf welcher Seite ich war. Sie fängt also jetzt bei der Kamera nicht wieder an, mir Seite 1 und den ersten Punkt anzuzeigen, sondern weiß, ich war zuletzt hier auf Seite 5 bei HDR. Eine schöne und sehr praktische Sache. Apropos HDR, das schalte ich jetzt mal aus und schalte mir dann auch gleich die JPEG mit den RAWs wieder ein, damit ich das ja nicht vergesse. Nur nochmal zur Erinnerung, ihr könnt vieles hier mit dem Quick-Menü machen. Da könnt ihr also sehr schnell Dinge einstellen. Und übrigens, das Quick-Menü lässt sich auch individualisieren, sodass ihr also in der Lage seid, dort andere Menüpunkte, die ihr häufig benutzt, einzustellen. Von hier gehen wir dann jetzt einfach mal runter und dann sehen wir hier rechts die drei Laschen. Die kann man durch Antippen hervorrufen. Hier oben ist das Symbol für den sogenannten Kreativmodus. Ich tippe da mal drauf und den kann ich dann entsprechend hier einschalten und habe dann hier ein paar Möglichkeiten, diesen Kreativmodus entsprechend anzupassen. Ich sehe auch sofort hier dieses Symbol EXPS, das ist für den Kreativmodus. Geht es mal wieder raus, es bedeutet Expression. Dann kann ich die Lasche hier durch einen Tipp dann auch wieder verschwinden lassen. Übrigens, diese Lasche hier oben verändert ihr Symbol in dem Moment, wo ich auf intelligente Automatik schalte mit dem Menürad links oben. Seht, ich bin jetzt wieder im intelligenten Automatikmodus und die Lasche hat sich jetzt da etwas geändert. Da steht jetzt IA+, weil ich nämlich den intelligenten Automatikmodus Plus aktiviert habe. Es gibt ja einen intelligenten Automatik und eben einen Plus-Modus. Da kann ich später mal noch was zu erzählen. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, diese Lasche hier ändert sich dann auch und ihr könnt dann entsprechend im IA-Plus-Modus hier zum Beispiel die Belichtung variieren, die Tiefenschärfe und die Farbgebung bzw. die Kälte und Wärme einstellen. Ich tippe da mal wieder drauf und schon verschwindet es wieder. Stell die Kamera dann erstmal wieder zurück. Hinter dem Pfeil, da verbergen sich zum Beispiel der Touch-Auslöser und die Möglichkeit, per Touch die Belichtung einzustellen. Und zwar kann ich der Kamera hier sagen, ich möchte, dass die Belichtung hier unten gemessen wird oder hier hinten oder dort. Das ist immer sehr praktisch, wenn ihr zum Beispiel eine Person, die im Gegenlicht steht, richtig belichten möchtet, aber die Kamera nicht verschwenken wollt. Dann könnt ihr nämlich hiermit sagen, die Person steht zum Beispiel hier und dann wird an der Stelle die Belichtung gemessen.
Ich stelle das jetzt mal wieder zurück und gehe hier raus. Als nächstes, da kann ich das Peaking auch umschalten, dann brauche ich nicht umständlich über ein Menü gehen. Wir schauen mal, was passiert, wenn ich jetzt hier drauf tippe auf das Peaking. Dann seht ihr, das Peaking Large ist angegangen, da ist auch jetzt alles blau. Dann tippe ich nochmal drauf, dann haben wir Peaking High, dann haben wir auch das Hellblau. Ich hoffe, das kann man auf dem Video noch erkennen. Und wenn ich wieder auf Peaking tippe, dann verschwindet die Peaking-Anzeige wieder. So, und dann lassen wir das mal wieder verschwinden. Da herunter, da haben wir FN, da verstecken sich die Funktionstasten 6 bis 10. Hier oben können wir zum Beispiel Wi-Fi ein- und ausschalten. Darunter ein kurzer Weg zum Histogramm. Dann brauchen wir nicht über das Menü gehen, sondern können hier schnell das Histogramm ein- und ausschalten und uns vor allen Dingen halt raussuchen, wo wir es haben wollen, wie ich es vorhin schon gezeigt habe. Genauso kann ich es natürlich darüber auch wieder ausschalten. Dann hier unten drunter habe ich die Möglichkeit, die Wasserwaage ein- und auszuschalten, die mir nicht nur links-rechts, sondern auch noch hoch-runter anzeigen kann. Ich will es mal kurz demonstrieren, indem ich die Kamera jetzt so ein bisschen hier aus dem Bild kippe. Ihr seht, dass die Linie mir den künstlichen Horizont hier anzeigt. Und wenn ich die Kamera ein bisschen nach hinten schwenke, dann ändern sich auch die gelben Linien irgendwann. Die kommen dann wieder runter und zurück. Und damit seht ihr also, ob ihr die Kamera in der Waage habt. Ein Tipp auf FN und die Lasche verschwindet wieder. Hier ganz unten rechts, 1747 Bilder kann ich momentan speichern, also etwa. Das ist also die Anzahl der Fotos, die ich momentan auf die Speicherkarte kriege. Das kann ein bisschen variieren, je nachdem, ob ich jetzt viel helle oder viele dunkle Bilder, viele einfarbige Bilder mache. Dann kann das schon mal ein bisschen um ein paar Bilderchen variieren. Also das ist nicht festgenagelt. Ein Punkt darunter sehe ich, welche Karte momentan zur Aufzeichnung während meiner Aufnahme benutzt wird. Wir haben ja die Möglichkeit, in die Kamera zwei Speicherkarten hineinzustecken. Und hier sehe ich momentan, dass ich einfach auf Speicherkarte 1 schreibe. Auch dazu werde ich sicherlich in weiteren Videos mal eingehen, wie diese Möglichkeit der Änderung der Speicherkarte machbar ist. Darüber momentan, weil ich nämlich im manuellen Fokus bin, habe ich hier die Möglichkeit, die Kamera zwischendurch mal schnell per Autofokus einen Autofokus zu machen. Ich tippe einfach mal drauf und schon hat die Kamera ganz schnell im manuellen Fokus einen Autofokus durchgeführt. Heißt also, ich verdrehe die jetzt mal absichtlich hier. So, und gehe auf Ende. Dann kann ich hier mal eben schnell die Kamera in Autofokus machen lassen. Dann brauche ich nämlich nicht ganz lange vorne erst an dem Fokusrad meines Objektivs zu drehen, sondern die Kamera fokussiert schon mal vor. Und wenn ich dann will, kann ich immer noch hergehen und hier manuell ganz genau nachfokussieren. Und wie ihr seht, habe ich auch die Peaking-Anzeige derzeit abgeschaltet. Die kann ich mir schnell hier wieder aufrufen, indem ich hier eben wieder tippe und dann habe ich auch für den manuellen Fokus hier wieder mein Peaking. Das waren also die Funktionstasten, der Autofokus, den ich schnell im manuellen Fokusbereich aufrufen kann. Mal gucken, was wir denn noch für Anzeigen hier unten haben. Wenn ich die Kamera in den manuellen Modus bewege, sehe ich hier unten einmal meine aktuell gewählte Blende, in diesem Fall 3,6. Ich sehe meine Belichtungszeit, eine 250. Sekunde im Moment. Und ich sehe hier die Belichtungskorrektur, die ich eingestellt habe. Momentan habe ich gar keine Änderung vorgenommen, sondern habe nämlich mit Plus und Minus 0 keine weitere Änderung an der Belichtung eingestellt. In dem Moment, wo ich anfange, hier etwas zu ändern, bekomme ich hier zwei Balken angezeigt. Und ihr seht auch schon, dass es hier so rote Balken gibt und das ist der Bereich, wo die Kamera sagt, das kann ich nicht mehr handeln, das Bild wird zu hell oder zu dunkel. Und ihr bekommt zudem zusätzlich hier unten den ISO-Wert angezeigt. Es kam mal die Frage auf, ob es möglich ist, bei der Kamera im manuellen Bereich Auto-ISO einzuschalten und ihr seht, ja, das geht. Der ISO-Wert verändert sich hier, obwohl ich mit der Kamera im manuellen Modus bin. So, mit dem hinteren Einstellrad verändere ich hier die Belichtungszeit und entsprechend passt die Kamera, wie ihr seht, vor allen Dingen erstmal den ISO-Wert an, geht mit dem ISO immer weiter runter und erst ganz zum Schluss würde wahrscheinlich die Blende dann zugemacht und
da ich ja im manuellen Modus bin, muss ich das selber machen und die Kamera informiert mich an dieser Stelle halt. Pass auf, Freund, das wird wahrscheinlich zu dunkel oder zu hell. In dem Bereich, wo alles nicht rot ist, regelt die Kamera hier im Moment automatisch mit dem ISO-Wert nach. Die Anzeige verschwindet dann, nachdem ihr die Stellräder losgelassen habt. Hier links ganz unten in der Ecke, da seht ihr die Anzeige für die gewählte Belichtungsmessung und im Moment haben wir hier die Mehrfeldmessung aktiviert. Ihr könnt durch den Druck auf das Quick-Menü auch schnell hier runtergehen und dort eine andere Art der Belichtungsmessung wählen. Zum Beispiel könnt ihr hier auf die mittenbetonte Messung umschalten oder auf die Spot-Messung umschalten. Und das wird dann auch entsprechend gleich hier unten angezeigt. Dann wisst ihr also, ihr seid mit der Belichtungsmessung eben jetzt auf Spot. Ich stelle das mir jetzt schnell wieder zurück. Denkt immer dran, wenn ihr was auswählt, müsst ihr einmal nach oben gehen oder entsprechend von oben nach unten mit den Kreuztasten. Oder ihr könnt auch einfach den Finger nehmen und es mit dem Finger antippen. Das ist wahrscheinlich schneller und einfacher erledigt. Ja, ihr seht schon hier die ganze Zeit hier um diese beiden Balken, die kann man sich an- und ausschalten. Das sind also die eingebauten Mikrofone. Da seht ihr also die Pegelanzeige der eingebauten Mikrofone. Ich habe das jetzt einfach mal zur Demo eingeschaltet. Ist eigentlich ganz gut, wenn man das direkt sehen kann, wie laut oder leise hier die Mikros sind. Dann weiß man sofort, ob man halt nachregulieren muss oder nicht. Dazu kommen wir dann auch in einem späteren Video. Oben drüber seht ihr, das hatte ich ja schon eben, dass die Kamera momentan in einem lautlosen Modus ist. Natürlich hat die G9 noch weitere Anzeigen, die ich jetzt aber nicht noch alle durchgehen möchte, weil die nur in speziellen Modi auftauchen. Zum Beispiel das Bracketing wird mir dann mit BKT angezeigt. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn ich in den Programmmodus gehe, wird mir hier unten zum Beispiel dieses Symbol mit dem P und den Pfeilen angezeigt. Das ist das sogenannte Program Shift. Das zeigt mir an, dass ich momentan von der automatisierten Kurve, die vorprogrammiert ist, abweiche, indem ich nämlich hier gesagt habe, ich möchte eine andere Blende oder Belichtungszeit wählen, als es die Kamera tut. Das seht ihr hier, jetzt verschiebe ich hier also Blende und Belichtungszeit, die Kamera wählt das automatisch. Und jetzt sehe ich wieder auf der vorprogrammierten Kurve, wie die Kamera das wählen würde. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ihr einen festen ISO-Wert eingestellt habt. Wenn ihr die Kamera zum Beispiel auf intelligentes ISO stellt, dann könnt ihr so viel drehen, wie ihr lustig seid an den Rädern, da passiert nichts. Und ihr könnt auch das Program Shift nicht benutzen. Das waren erstmal die standardmäßigen Monitoranzeigen. Mit der Display-Taste selber könnt ihr natürlich noch das komplette Monitor und auch das Sucherbild umschalten. Wenn ich die Display-Taste drücke, dann verschwinden hier mal die ganzen Informationen. Das sieht schon deutlich aufgeräumter und nicht mehr so verwirrend aus. Wenn ich die Display-Taste nochmal drücke, dann lande ich in einer komplett anderen Anzeige und sehe hier im Grunde meine Kamerafunktion, auf die ich schnell zugreifen kann und hier schnell Einstellungen vornehmen kann. Das bedeutet, dass ich zum Fotografieren natürlich dann durch meinen Sucher gucken muss. Drücke ich nochmal das Display, wird übrigens das Display schwarz und schaltet sich ab. Wenn ich, und das ist eine ganz witzige Sache, den Sucher abgeschaltet habe, also nicht auf Live-View mit dem Sucher bin, sondern auf meinem Monitor und das Display schwarz habe, bleibt auch der Sucher schwarz. Und somit habe ich einen schwarzen Monitor und einen schwarzen Sucher und kann trotzdem fotografieren. Und es wird bestimmt lustig, was dabei rauskommt. Drücke ich nochmal das Display, dann bekomme ich hier eine Standardanzeige ohne die Einblendung der Wasserwaage und drücke ich nochmal, dann habe ich auch wieder meine Wasserwaage. Ihr seht also, mit der Display-Taste kann ich mir hier verschiedene Informationen an- und ausschalten, halt so, wie es die Situation für mich wichtig macht, wie ich das brauche, weil ich sag mal, mit den ganzen Informationen kann man ja durchaus ein wenig überfordert sein, weil man so sein Motiv überhaupt nicht mehr vernünftig erkennt. Und da hilft mir halt die Display-Taste, mich auf das zu beschränken, was ich wirklich brauche. Wie gesagt, also es ist möglich, Sucher und Monitor schwarz zu schalten und trotzdem zu fotografieren. Ist bestimmt spannend. Das soll mein Video zum Thema Monitor und Display anzeigen erst einmal gewesen sein. Wir kommen natürlich sicherlich noch zu weiteren Punkten in weiteren Videos, wo ich dann auf das eine oder andere eingehen werde. Aber als Übersicht, denke ich mal, soll es hiermit genug sein.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Sage schönen Dank und macht's gut.